Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Dragon's Dogma 2. Im letzten Part habt ihr ja mitbekommen, dass ich zwei Spielabstürze hatte. Ich bin der Sache jetzt mal auf den Grund gegangen und habe ein bisschen was an den Einstellungen rumgefuhrwerkt, aber es bringt leider immer noch nichts. Ich habe auch schon versucht mit Controller zu spielen und da leider genau derselbe Effekt. Ich kann weder die Karte öffnen, noch kann ich das Inventar öffnen. Bei allen beiden schmiert mir das Spiel einfach ab. Solltet ihr also irgendwelche Vorschläge haben, wie ich das Ganze vielleicht fixen kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und jetzt labere ich nicht länger, wir gucken in den Part rein und let's go! Wir sind im letzten Part ja an dieser Stelle stehen geblieben und der gute Herr hier schickt uns ja jetzt zu so einem irgendwie Ort, wo wir irgendwas mit einem Drachen machen müssen. Ja, das Problem ist ja, dass ich eben jetzt meine Karte nicht öffnen kann, deswegen auch jetzt nicht genau weiß, wo ich hin soll. Und wir haben im letzten Part ja auch hier unseren Gefährten quasi gerufen, diesen guten Loki. Und ja, ich würde mich jetzt einfach hier mal so ein bisschen in der Gegend umschauen, was es hier so alles gibt und vielleicht hier auch mit den Leuten einfach mal ein bisschen quatschen. Den können wir jetzt anscheinend nur grüßen, okay, dann halt nicht. Gucken, ob man hier irgendwelche Sachen aufheben kann und so weiter und so fort. Oh, hier kann ich was aufheben. Ich hoffe, er sieht das nicht als Diebstahl an, aber anscheinend nicht. Oh, ich glaube, hier wird Brot gemacht. Das würde ich auch gerne aufheben. So, was gibt's hier? So müde, habe kaum Kraft, meine Stiefel zu schnüren. Das ist natürlich belastend. Wer bist du? Gibt es etwas, das ihr benötigt? Nö. Nicht direkt. Was gibt es denn hier noch so? Hier kann man auch lang. Hier ist irgendwie so ein Raum. Komme ich da irgendwie hoch? Oder vielleicht von der anderen Seite? Ihr geht aus? Sicher, dass das eine gute Idee ist? Ihr scheint recht wackelig auf den Beinen zu sein. Ja, was möchtest du denn jetzt von uns? Ihr solltet euch wenigstens heute Nachmittag ausruhen. Dort drüben in den Unterkünften sollte es ein freies Bett geben. Stimmt nur nicht los, bevor ihr bereit seid. Lasst mich euch sagen, ihr ruht euch besser aus, solange ihr die Gelegenheit dazu habt. Ja, okay. Dann begeben wir uns mal zu den Unterkünften. Denn wir sollen uns ja ausruhen. Du kannst dich nicht auf automatisch gespeicherte Daten verlassen, um deinen Fortschritt in dieser Welt zu sichern. Es wird empfohlen, dass du dich regelmäßig in Gasthäusern ausruhst, wenn du die Verlässlichkeit deiner Spieldateien sicherstellen möchtest. Okay, das ist kein Problem. Ich glaube, das können wir nehmen. Lampenöl? Auch nicht verkehrt. Hallo, ihr seht ziemlich müde aus. Ich sag euch was. Ihr könnt heute Nacht hier bleiben, ganz umsonst. Ab morgen werde ich allerdings Gold erwarten. Mein Vater pflegte stets zu sagen, es gibt nichts, was Schlaf nicht regeln kann. Ich kann nicht viel anbieten, aber in einem besseren Gasthaus könnt ihr alles Mögliche finden. Da ich schon mal hier bin, ein kleiner Rat, es lohnt sich, sich einer Laufbahn zu verschreiben. Öffnet neue Türen. Ihr solltet beim Gasthaus in Melf vorbeischauen, falls ihr könnt. Ich bin nicht nachtragend, wenn ihr es dort vorzieht. In Gasthäusern ausruhen. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weitere Reisen zu minimieren. Okay. Ihr werdet mich über eine frühe Rast nicht beschweren. Pennen wir jetzt? Sieht so aus. Oh, Loki ist auch aufgestiegen und hat jetzt Level 2. Abgeschlossen. Der Beginn eines Epos. Das heißt, wir haben jetzt quasi schon gepennt. Kann ich mir hier irgendwas zum Essen snacken? Nee, begib dich nach Melve. Jetzt habe ich aber hier auf der Karte habe ich irgend so ein Ausrufezeichen. Da werden wir dann auf jeden Fall auch gleich nochmal hingehen. Ich wollte jetzt hier aber einfach nochmal gucken.
Man kann einfach echt nicht reden, ohne unterbrochen zu werden. Seid gegrüßt, seid ihr Soldatin? Wenn nicht, wäre es eine Überraschung, euch hier in einem Stück zu sehen. Horden von Monstern suchen in letzter Zeit diese Gegend heim, wisst ihr? Wir mussten schon neue Rekruten auf die Jagd schicken. Tatsächlich, wer ist losgezogen? Lachlan. Lachlan. Aber ich wage zu behaupten, dass es ihm gut ergehen wird. Ja, das erwarte ich ebenfalls. Wer wurde dann in diese Richtung geschickt? Akado, um ehrlich zu sein, mache ich mir um ihn ein wenig Sorgen. Wie bitte? Wurden in diesem Gebiet nicht Harpien gesichtet? Der Bursche kann sich nicht alleine um diese Biester kümmern. Das wusste ich nicht, verdammt. Ich will ihm helfen. Aber wir können nicht einfach unsere Posten verlassen. Sagt, ihr scheint ein starkes Herz zu haben. Wärt ihr bereit, an unserer Stelle zu gehen? Es ist nicht weit, nur ein paar Schritte vom Haupttor entfernt. Ach, na gut. Mein Dank ist euch gewiss und mit Sicherheit auch Akados. Einen vorrangigen Auftrag festlegen. Du kannst aus deinen angenommenen Aufträgen einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf deiner Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann er dich zu deinem Ziel führen. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an, es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Tja, ich würde ja gerne gucken, aber ich kann ja nichts aufmachen. Eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können, und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche, den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge verwaltest und neue annimmst. Okay. Danke. Kann ich jetzt hier weitergucken einfach? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Was gibt es denn hier? Ich will darauf. Kann ich hier irgendwas nehmen? Ja, Kupfererz. Oh, was ist hier? Hier wird mir auch noch was angezeigt. Oh, ganz viel Kupfererz sogar. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür ich es brauche, aber haben oder nicht haben. Okidoki. Oh Mann, ich stelle mich gern wilden Gegnern und ziehe den Nervenkitzel des Kampfes dem Sammeln von Gegenständen vor. Ach so. Daniela, Stufe 2, Eigenheiten. Wesensart geradlinig, Spezialisierung. Festgelegte Belohnung. Anheuern. Sollen wir den anheuern? Beziehungsweise sie, und wenn wir sie anheuern, was macht sie dann? Ich würde das gerne mal probieren. Lass uns zusammenarbeiten, um das in uns gesetzte Vertrauen zu ehren. Aha, also kommt die jetzt mit mir mit. Na, alles klar. Weiß ich trotzdem nicht, wo ich hin muss. Ich denke, wir müssen den Weg da hinten rauf. Also, ja, sorry. Also quasi hier. Nee, Schmarrn. Hier hinten hoch. Und ich hoffe, dass uns jetzt nicht irgendwer gleich wieder vollquasselt. Seht, Meisterin, eine Schatztruhe. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu erreichen. Wo ist eine Schatztruhe? Keine Ahnung, was du von mir willst. Ich weiß nicht, wo eine Schatztruhe ist. Ist das da unten eine? Gereiftes Bestienrippchen. Ah, ein Material. Nützliche Dinge diese. Unterschiedliche Kombinationen von Materialien ergeben unterschiedliche Kreationen. Ein großes Abenteuer wartet auf uns. Ich weiß es einfach. Will der jetzt auch noch mitkommen? Hazel. Ja, dann komm halt auch noch mit. Why not? Es ist mir eine Freude, euch zu treffen. Ja, so. Kann ich da... Also die Steuerung ist tatsächlich irgendwie ein bisschen doof mit der Tastatur. Ah, okay, ich muss mich quasi mit der Leertaste festhalten, damit sie raufgeht. Ach, ist das der nächste, den wir anheuern können? Aber hier ist nichts. Muss ich mich jetzt auch wieder
Oh, jetzt. Oh nein, oh mein Gott. Danke euch, Leute. Die springen alle hinterher, so behindert. Leute, wie kann man nur so doof sein? Habt ihr das gesehen? Sorry. Vasallen werden bewegungsunfähig, wenn ihre Gesundheit auf Null sinkt und können sich nicht ohne Hilfe von der Stelle, an der sie gefallen sind, rühren. Wenn du deinen Vasallen über längere Zeit in unbeweglichem Zustand verbleiben lässt, ist er verloren und wird aus deiner Gruppe entfernt. Okay. Der Erweckte kann versuchen, einen Vasallen wieder zu beleben, indem er sich ihm nähert und ihn berührt. Wenn mehrere Vasallen in der Nähe bewegungsunfähig sind, kann der Erweckte sie gleichzeitig wiederbeleben. Die maximale Gesundheit eines wiederbelebten Vasallen entspricht der verbleibenden Gesundheit des Erweckten. Okay. Also, dann beleben wir sie mal wieder und hoffen, dass die anderen nicht gleich hinterher springen. Das ist immer noch so geil. Ja, na gut. Ich habe hier immer noch dieses Fragezeichen und ich kann ja nirgendwo hinschauen. Ich weiß also nicht, wo ich lang gehen soll. Das finde ich sehr belastend. Dann gehen wir halt jetzt wieder hier runter. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, von wo ich gekommen bin. Von wo bin ich gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Uns geht langsam alles aus, von Vorräten bis hin zu Materialien für die Herstellung von Waffen und Rüstungen. Bei all den Monstern, die in letzter Zeit auf den Straßen lauern, war es schwer, Waren zu beschaffen. Ich habe Markus losgeschickt, um alles Nötige zu besorgen, aber ich habe gerade den Bestand überprüft und fürchte, die Liste, die ich ihm gegeben habe, war unvollständig. Was meint ihr? Dürfte ich euch bitten, einen Botengang für mich zu erledigen? Ich bezahle euch natürlich dafür. Nee, ich kann jetzt nicht, sorry. Pa, schätze, ich kann euch nicht zwingen. Nö, kannst du auch nicht. Oh, was ist hier? Da komme ich nicht durch, oder wie? Aber was war denn jetzt mit diesem Riftstein? Irgendwas war doch. Wo ist denn der? Was macht ihr jetzt? Ich hoffe, dass meine Bemühungen eurer Sache dienlich sein werden. Nein, ich möchte nicht noch mehrere Leute anheuern. So, hier oben ist der Riftstein und von da bin ich auch gekommen. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier hingehe? F untersuchen. Riftstein der Grenzwache. Was sehe ich jetzt? Das checke ich irgendwie gerade nicht. Ach so. Den Rift verlassen. So, wir sind von da gekommen. Habe ich ja gerade schon mal festgestellt. Den Weg sind wir schon lang gelaufen, den auch. Das heißt, wir müssen... wo war denn dieser... Dieser andere Weg... Hier unten lang. Gehen wir halt mal da lang. Wenn es geht. Ich weiß auch leider nicht, wie ich mich heilen kann. Ah, das geht einfach so auf. Okay. Also, es geht jetzt nach rechts und nach links. Links oder rechts? Gehen wir mal nach rechts, oder? Ja. Die reden jetzt miteinander, da habe ich jetzt echt keine Lust, das vorzulesen. Das hat es gerade gespeichert, das habe ich gesehen. Ich bin ja mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Also ich muss echt nochmal gucken, wenn ich irgendwo so eine Charakteranpassung finde. Ich glaube, das geht beim Friseur. Dass ich nochmal gucke, ob ich das nicht irgendwie doch anpassen kann mit dem Gelaufe. Aber ich habe das eigentlich ja schon bei der Charaktererstellung gemacht. Ach, jetzt sind wir da.
Okay, dann sind wir falsch gelaufen. Dann, Leute, drehen wir einmal wieder um. Und düsen in die andere Richtung. Ist schon witzig, dass man da mehrere mitnehmen kann. Das ist eigentlich nicht schlecht. Okay, dann gehen wir hier lang. Ich hoffe, wir kommen da nicht wieder in die Stadt. Naja, mal gucken. Jetzt sieht halt die Grafik irgendwie ein bisschen verschwommen aus, habe ich das Gefühl, durch die Einstellungen. Was macht er da? Was hast du da gefunden? Hartknolle. Nehmen wir mit. Kann ja nicht verkehrt sein. Oh, da hinten ist so ein Monster. Jetzt bin ich gespannt, was die machen. Greifen die an? Tun sie es nicht? Ja, sie greifen an. Uah, Hilfe! Vasallenbefehle. Es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann und ihre Effekte variieren je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden, wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist die Reaktion und das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los, weis Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Zu mir, klar, sagt schon der Name. Halt, stehen bleiben, Hilfe, helfen. Gut, dann 1. Mach da mal. Ha. Ich glaube, sie haben es geschafft. Cool. Und ich habe gleich einen Stufenaufstieg bekommen dadurch. Nice. Also das ist schon cool, dass die da einem helfen. Ist zwar ein bisschen beschiss. Was macht er? Ach, er sammelt. Aber na gut. Dann gehen wir mal weiter. Gucken, was noch so auf uns zukommt. Wer ist denn das da oben? Meine Vasallen sind da. Wer ist der Typ da oben? Sollen wir mal gucken, ob wir da hin können. Wer ist das? Hallo, ich wollte doch grüßen. Irgendwie... Halt, bleibt doch stehen. Ich bin aufmerksam und loyal und ziele es vor, an eurer Seite zu bleiben. Ach so. Nee, ich will jetzt keinen mehr. Danke. Hätte ich dich nicht anquatschen sollen, ne? Erdbeere? Ich habe eine Erdbeere gesammelt? Cool. Sie kann doch ihres eigenen Weges gehen. Hätte ich jetzt gesagt, aber ich glaube, dass der Weg hier schon richtig ist. Zumindest glaube ich, dass wir zu diesem Schwert müssen, was da auf der Karte ist. So, wir weisen sie wieder an zu kämpfen. Ich weiß zwar nicht, diese Bestien... Ah, Hilfe, was tut's? Was habe ich jetzt denn gemacht? Ich schaue dir den einfach mal zu. Eine Bestie ist tot, oder? Ah ja, hier. Habchenfittich. Da war ein Hasi. Leute, seid ihr fertig hier? Da hinten sind doch noch welche. Los, Goat. Goat. Ah, und hier müsste, glaube ich, doch jetzt auch dieser eine Typ dabei sein. Was geht denn hier vor? Daniela, what are you doing? Und Loki, Stufe 3. Gut. Wer quasselt da jetzt? Ach, die wieder unter sich.
So, wer ist das? Ach, das müsste der sein, oder? Waren das alle? Hab vielen Dank. Ich hätte diese Kreaturen niemals ohne eure Hilfe besiegen können. Ihr wurdet gerade erst rekrutiert. Als ich dachte, dass dies mein Ende sein könnte, war ich wie gelähmt. Diesmal habt ihr mich gerettet, aber so ein Glück werde ich nicht immer haben. Ich muss mehr trainieren, bis ich die Zuversicht habe, mich solchen Bestien alleine zu stellen. Nun, ich mache mich wohl besser auf den Rückweg. Ich werde meinen Vorgesetzten von eurer guten Tat berichten. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Jo, das hoffe ich auch. Müssen wir nicht einen Bericht abgeben, Meisterin? Weiß ich nicht. Müssen wir das? Er hat doch gesagt, er erzählt. Müsste ich dann jetzt wieder zurückgehen? Die sammeln anscheinend auch für mich. Jetzt habe ich Kaninchenfell bekommen. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 50 Mal gesagt, oder? Naja, wir gehen weiter. Wir können dann immer noch später Bericht erstatten. Ich will nämlich sehen, was jetzt noch so kommt. Kann ich denn zwischen den Basallen irgendwie wechseln? Daniela, Loki und da ist der andere. Wenn ich jetzt zu ihr hingehe. Reden, entfernen schon gut. Wichtige Angelegenheiten. Ich will sie heilen, wenn es geht, aber ich weiß nicht wie. Halt da mal, wartet mal. Hier ist noch eine Kiste, die da verzeichnet ist. Sehe ich nämlich gerade. Aber wo? Irgendwo hier. Oh, wahrscheinlich da oben. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß halt aber nicht, wie man da hinkommt. Kann ich irgendwie so hochklettern, dass ich hinkomme? Nee. Okay, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann düsen wir wieder weiter. Jetzt wird gesprintet, Leute. So, hier teilt sich der Weg. Wir gehen nach links. Wenn wir da überhaupt lang können. Ah ja, hier. Ist es da hinten? Da hinten ist das Ding... Ah, sorry, Leute. Da hinten müsste das Ding sein, womit sie unseren Vogel abgeschossen haben. Das schaut mir nämlich ganz danach aus. Und da kommt schon der Nächste, der sich dann anheuern lassen möchte. Und was hat er da gekillt? Ein Spein. Goldkäfer. Also das ist echt einfach mit denen. Beaststeak. Sollen wir nach rechts schauen? Willst du zu dem Turm da irgendwie hinkommen? Lasst es uns mal versuchen. Nö, okay, das war ein Fail. Dann müssen wir wohl doch über die Brücke. Da hinten lang. Ich sag jetzt mal allen, sie sollen zu mir kommen, aber sie sind eh alle da. Sah so aus, als würde da noch einer kämpfen, aber das war wahrscheinlich dieser andere da, der uns gerade entgegengekommen ist. Okidoki. Ach, jetzt sind wir in Melve. Vom Drachenfeuer verwüstete Festung. Im Nachspiel des Drachen. Du bist in Melve angekommen. Schön. Dann bin ich ja irgendwie instinktiv doch richtig gegangen. Zieh dich in Melve um.
Bedauernswerte Erweckte. Danke, dass du mich so bezeichnest. Klappspaten. Was ist jetzt schon wieder? Von einem bösen Fluch gefesselt und jeglicher Erinnerung beraubt. Ja, danke, dass du mir mein Schicksal verrätst. Möchte ich nicht wissen. Hier ist ein Brunnen. Jetzt geht's wieder los. Hast du dein Schicksal vergessen? Deinen Auftrag? Nee, ich glaube, ich sollte hier einen Drachen töten. Oh, was passiert jetzt schon wieder? Oh, mir geht's nicht gut. Das ist äußerst bedauerlich, doch es befreit dich nicht von deinem Schicksal. Oh Gott, was passiert? Die kennen wir doch, die war auch im Anfangsvideo. Okay. Oh, da ist der Drache, Mann. Endlich. Was für ein Biest, ey. Na, nicht dein Ernst, Bruder. Ach Mann, wieso ist das denn immer so unvorbereitet? Ja, wen soll ich jetzt bekämpfen? Ja, watch out. Hm. Dann renne ich doch jetzt einfach mal hier zu dem hin. Und hau an seine Füße. Keine Ahnung, Leute. Ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt auch überhaupt ein Schwert habe und nicht meinen Bogen. Oh. Ich blick gerade nicht mehr durch. Aha, jetzt hat sie unseren Bogen geklaut, oder was? Frisst er sie jetzt? Komm schon, mach Habba Habba. Aber nein, wir müssen dazwischen gehen und ihn besiegen. Oder auch nicht. Und natürlich überleben wir diese Hitze. Geschützt durch ein Schild. Und ganz schwarz im Gesicht. Was macht er jetzt? Ei, ei? Ah, aua. Jetzt eigentlich noch. Oha, er hat unser Herz rausgeklaut. Kleiner Mitternachtssnack, oder wie? Er hat's einfach gemampft. Unfassbar. Von diesem Augenblick an. Bist du eine Erweckte? Erfülle dein Schicksal. Ich dachte, wir wären ja vorher schon die Erweckte gewesen. Keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mich hören? Sir, Herrin, bleibt bei mir. Hallo. Dem Himmel sei Dank, wie fühlt ihr euch? Das ist das zweite Mal, dass ich so über euch gewacht habe, nicht wahr? Das zweite Mal, sagt ihr, oder mein Dank sei euch gewiss? Mein Dank sei euch gewiss. Bitte spart euch euren Dank. Es ist nur gerecht, dass ich euch im Gegenzug helfe.
Schließlich ist es nur eurem Mut zu verdanken, dass ich heute lebe. Wärt ihr nicht zwischen mich und diesen Drachen gesprungen? Ich weiß, ihr habt deswegen gelitten, solch entsetzliche Wunden. Und ich konnte euer Herz nicht schlagen hören. Es war ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Ich erinnere mich an nichts. Es tut mir leid, das zu hören, obwohl ich nicht behaupten kann, dass ich überrascht bin. Eure Verbrennungen hätten euch mit Leichtigkeit und ohne Umschweife töten können. Unzählige Menschen wurden an diesem Tag in die Flammen des Drachen gehüllt. Alle starben, außer euch. Ihr müsst tatsächlich etwas Besonderes sein, wie sonst hättet ihr überleben und hierher zurückkehren können. Tja, very special. Ich gehöre zur Grenzwache. Jemand mit den Fähigkeiten eines Erweckten kam in dieses Dorf, mit Vasall im Schlepptau. Wisst ihr etwas darüber? Ist er wegen euch hier? Dann trennen sich unsere Wege schon alsbald. Vielleicht werdet ihr mich eines Tages erneut besuchen? Bis dahin, passt auf euch auf. Erweckte. Irgendwie ist sie mysteriös. Die führt was im Schilde, ich sag's euch. Ah, excellent. Ihr müsst diejenige sein. Ihr passt auf die Beschreibung meiner Soldaten. Ich bin froh, euch gefunden zu haben. Der Herrscher von Vermund, derzeit in der Hauptstadt genesend, wurde in eben diesem Dorf zum Erweckten. Wenn ihr dasselbe behauptet, dann muss die Neuigkeit in die Hauptstadt überbracht werden. Ich entsandte ein Schreiben, bevor ich hierher kam, obwohl ich bezweifle, dass die Angelegenheit ohne eure Gegenwart geklärt werden kann. Wärt ihr bereit, mich zur Hauptstadt zu begleiten? Falls ihr wirklich die Erweckte seid, wird man euch mit offenen Armen willkommen heißen. Oh, doch, vergebt mir. Ich habe meine Soldaten ausgeschickt, um euch zu finden. Ich werde nicht ohne sie aufbrechen. Wir werden warten müssen, bis sie wieder hier versammelt sind. Da fällt mir ein, Sir Leonard hat ebenfalls nach euch gefragt. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um mit ihm zu sprechen. Als ich ihn das letzte Mal sah, hatte er sich ein Getränk im Gasthaus genehmigt. Ja, Leute, aber das ist jetzt das Ende von diesem Part. Ich finde, es ist immer ein bisschen viel zu lesen mit ein bisschen zu viel Dialog, aber das gibt sich bestimmt im Laufe des Spiels noch. Und wenn man das nicht mitkriegt, dann weiß man am Ende ja auch nicht genau, wie die Story ist. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zur nächsten Folge und macht's gut. Bye!